Die Wolkendecke über der Thüringer CDU-Zentrale, sie lässt zurzeit wenig Licht durch. Nachdem gegen den Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann aus Suhl Lobbyismusvorwürfe laut geworden waren, zieht die Affäre nun weitere Kreise. Sein Kreisverband hatte eine Spende von 7.000 Euro angenommen von einem Unternehmen, das dem Landkreis Sonneberg Masken vermittelt hat. Obwohl diese Spende unterhalb der Meldeschwelle sich befindet, habe ich mit dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden vereinbart, dass wir umgehend diese Spende an die Bundestagsverwaltung zur vorsorglichen Prüfung anmelden. Unabhängig vom Ergebnis dieser Bewertung hat der Kreisverband Suhl entschieden, die Spende an die Bundestagsverwaltung abzuführen. An andere CDU-Kreisverbände habe das Unternehmen nicht gespendet. Dafür gäbe es keine Hinweise. Ziel der CDU Thüringen und des CDU-Kreisverbandes Suhl ist es, eine zügige, sorgfältige Klärung, öffentliche Transparenz und Ausführungen zu allen Fragen herzustellen. Bereits am Donnerstag hatte der Suhler Kreisverbandschef Mark Hauptmann sein Bundestagsmandat niedergelegt, weil er insgesamt 41.000 Masken dem Landkreis Sonneberg vermittelt hatte. Nach eigenen Angaben hatte er dafür aber keine Provision erhalten. Auch wegen Anzeigen in seiner Werbezeitung war er unter Druck geraten.